Nee. Können wir das jetzt anklicken? Nee, nee, muss zurück. So, wir können es ja wahrscheinlich nur schicken. Ja, denke ich auch. Ach, haben wir ja schon geschickt. Bitteschön. So, senden. Ich wollte schon sagen, wo ist denn die Datei? Okay, sie ist offline. Na gut. Kriegen wir unsere Dankesrede erst später. Oh. Hi Leute, noch wer on? Hi Tayo. Nicht sagen. Ja, das Erste. Ja. Wir bleiben also noch freundlich. Ja. Wo ist unser Geld? Welches Geld? War das nicht Tayo, dem wir was gepumpt haben? Ja. Ja. Noch wach und zu Tode gelangweilt. Eine Klotze läuft nur. Piep. Nahmt ihr Nasen. Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der durch die Nacht geistert. Man beachte das Wortspiel. Hallöchen, ihr Nachteulen. Bitte kein Wort mehr über Geister. Liege eingekuschelt im Bett und muss Pipi. Trau mich nicht aufzustehen. Bin todmüde, kann aber auch nicht schlafen. Krieg auch kein Auge zu. Kann etwas Ablenkung gut gebrauchen. Ich bleib eh länger wach, falls Gabriella mich braucht. Das Erste, ne? Ich krieg auch kein Auge zu, ihr habt Angst. Ich fürchte mich. Hallo? Ja, Jonny. Und nu, Gruppenkuschel? Wie wär's mit einem Spielchen? Chiara, lass uns Doktor spielen. Ich komm sofort vorbei. Bring dich auch sicher zur Toilette. Oh Gott. Das ist eine Toilette. Schön, dass du das erklärst. Quatschkopf, ich meinte hier im Chat. Hab ne Idee, es gibt doch solche Lieder, die man nicht oft genug hören kann. Jeder postet eins und die anderen sagen, wie sie es finden. Daumen hoch oder? Aha. Und das letzte, das zweite würde ich sagen. Das ist eine echt blöde Idee. Ich will gar nicht wissen, wie die Leute meine Lieblingslieder finden. Ja, vor allen Dingen ist mitten in der Nacht. Jetzt sei kein Spielverderber. Ich fange auch an. La, 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 la. Mir schwant Böses. Döde. Döde. Sowas in der Art. Wenn es dein Lieblingslied ist? Oh, oh nein. Helene Fischer, atemlos. Atemlos durch die Nacht. Ich sehe es wie Tayo, ich sehe es wie Jonathan. Wir drücken nicht auf diesen. Nein. Ja. Das ist die passende Antwort? Wirklich. Oh Gott, nein. Mm-mm. Was haben wir noch? Aha. Aha. Ach, na, wir sind ganz so böse. Das zweite. Nur Daumen runter. Nicht, dass das Lied schlecht wäre. Es gibt bestimmt viele Leute, die das toll finden. Aber man kann es einfach irgendwann nicht mehr hören. Ich übernehme mal schnell. Na, wer weiß, was da jetzt kommt für ein Lied. Wir sind gespannt. Die Rocky Horror Show, The Time Warp. Können wir das anklicken? Schade. Oh. Ah, okay, cool. Aber das kennen wir ja, das Lied, ne? Also ihr stellt euch jetzt gedanklich vor, dass wir das ja, Lied gehört genau. haben. Ja, das, wir brauchen gar nicht weiter gucken. Da, los. Gutes Lied. Ja, das. Wieso wundert mich das nicht? Verstehe ich nicht. Jetzt du, Tayo. Kannst es auch vorsingen? Ja, verdammt, kann er ja wirklich. Warum nicht? Echt jetzt? Das wäre mega.
Bin mal gespannt. Jetzt kommt's. Voll gerne. Lasst mal überlegen. Sie hat ein Knall. Rotes Gummiboot. Okay, Leute, passt auf. Was wollt ihr hören? I Don't Care von Justin Bieber und Ed Sheeran? Oder vielleicht eine Ballade, Bed of Roses von Bon Jovi? Oder, wenn ihr sexy wollt, Pony von Genuine. Genuine, spricht das aus? Ja? Mhm. Pony oder Pony? Pony. Ist das ein deutsches Lied? Pony? Nee, Pony. Von Genuine. Die Genuine mit Pony. Die sind alle irgendwie geil. Finde ich auch. Katja, beteilige dich auch mal. Entscheide du. Bed of Roses, Pony, I Don't Care. Hast du auch was? Ich würde sagen Pony. Ja, ich habe das. Von Genuine. Das Pony von. Das Pony von Genuine. Genuine kenne ich. Ja. Kenne ich noch nicht. Das würde ich gern hören. Ja, so Balladen, das muss jetzt nicht. Das muss ich nicht haben. Nee, wir hören jetzt ein Pony-Lied. Der Song ist so. Augenherzchen. Cute. Okay, kommt gleich. Bin schon ganz gespannt. Hey Leute, gut, dass ihr wach seid. Bitte helft mir mal kurz, bevor Tayo loszwitschert. Welcher Begriff fehlt hier? Die hat immer Fragen. Ist sie immer noch am Üben? Ja. Wahnsinn, ne? Die ist sehr wissbegierig. Lungenarterie, Lungenvene, Körperschlagader, Aorta, linker Vorhof, rechter Vorhof, Körpervene, rechter Hauptkammer, linker Hauptkammer. Rechte so. Lungenarterie oder? Okay. So, also. Leute, bin raus. Hör mich gleich noch Tayos Song an und dann geht's in die Koje. Hey Ruby, du Streber, es ist 23 Uhr, auf zu pauken. Ja, was ist denn überhaupt die Frage? Na, was da fehlt hier bei dem, wo der Kugelschreiber ist. Ach so. Ja. Aber rechte Hauptkammer, linker Vorhof, rechter Hofkörper. Aorta. Ich würde auch sagen, das ist die Aorta. Aber die nee, Aorta das, ist ja da. Ja, die Körperschlagader. Aber ich würde sagen, das ist die normale Schlagader, Herzschlagader. Ach oder so, was. Ach so, nur die Aorta? So, ja. Was gibt es denn für Auswahlmöglichkeiten? Wir werden sehen. Rechte Lungenarterie, obere Hohlvene, Aorta. Sorry, bin raus. Also mein Tipp ja, ist die Aorta. Dann nehmen wir das. Mal gespannt. Oh. Dankeschön, Katmia. So. Ihr habt euch für sexy entschieden, also machen wir. Your Honor, let's do it. Ride it, my pony. My saddle is waiting. Come in and jump on it. Sitting here flossing. Peeping your stilo. Step on if I have to change it. The things I would do to you. If you're horny, let's do it. Ride it, my pony. Also man kann sagen, was man will, aber der hat eine richtige Röhre, ne? Aber richtig, der kann richtig, richtig gut singen. Ja. Absolut. Toll. Stark, ne? Ja. Was ist das Letzte? Ja. Oh, ist gemein. Nee, das stark, ja. Würde ich auch sagen. Oder das hier, ich weiß nicht, welcher Begriff ist denn stärker? Also ach das doch, ja, ich feiere das. Ja, ja, ne? Ja. Ich feiere das, ja. Okay. Würde ich auch sagen, das ist echt Wahnsinn, wie der singen kann. Ja, kann er. Das kann er. Ja. Granatenstark! Aber auch cool. Danke, Leute. Ach ja, Katja. Hatte ich schon fast vergessen. Oh, wie cool. Zahl deinen Schulden zurück. Nee, hat er ja. Und ein 200% Dankeschön. Oh Gott, ne? Das nenne ich mal Zinsen. Das? Oh, nee. Nee, das. Oder das andere. Das nenne ich mal Zinsen. Also wir machen nur Spaß, ne? Ja. Ja. Nicht, dass da einer denkt jetzt. Nee. Ich störe ihr geselliges Beisammensein nur ungern, aber ich möchte sie daran erinnern, dass ausreichend Schlaf für ihren Lernprozess immens wichtig ist. Sie haben ja recht, Prof. Jungs, jetzt ab ins Bett. Aber nicht in meins.
Dann schlaf mal gut. Gute Nacht zusammen. Ei, ei, Captain. Okay. Oha. Ein Video von Chiara? Also bestimmt, Dankeschön. Hey du, vielen Dank, dass du mir die Prüfungsaufgaben freigeschalten hast. Bist echt ein Schatz. Dafür lade ich dich demnächst mal ins Kino ein, sofern es kein Horrorfilm ist. Wann darfst du dann entscheiden? Tschüssi. Wieso kein Horrorfilm? Verstehe ich nicht. Komm drauf zurück. Daumen hoch. Danke, gerade aber in der Mitte das. Ja. Oh Gott, was war das? Okay, das war, glaube ich, dieses Mädchen, ne? Oder? Aus dem Video. Oh, Gabriela meldet sich. Es ist zu spät, Katmir. Sie ist hier, um mich zu holen. Gabriela, das bildest du dir ein? Wie meinst du, dass sie ist hier? Da ist die mal, vertrau mir, das ist in der Mitte. Ja, wir haben sie auch gerade gesehen. Ja, genau. Deswegen. Und wenn sie zeitgleich jetzt bei Gabriela ist. Oh nein, ich ahne es. Hier vor der Tür. Hab mich im Keller eingeschlossen. Hab mir hier einen Raum eingerichtet und alles aufgestellt, was sie vertreiben könnte. Oh Gott, ich kann sie atmen hören. Fuck, nur noch 2% Akku. Das ist nicht gut. Warte mal. Da stimmt was nicht. Mein Buch. Diese Hand. Welche Hand? Wovon redest du? Ja, wovon redest du? Ein blutiger Handabdruck auf einer Seite in meinem Buch. Das Mädchen. Ich glaube, sie will mir etwas mitteilen. Oh mein Gott, wie konnte ich das übersehen? Was meinst du? Oh, ja, hier rein. Oh mein Gott, ich habe was Schreckliches herausgefunden. Scheiße, macht Gruß gleich wieder. Also, du musst unbedingt... Was müssen wir tun? Was müssen wir? Gabriela? Das war's, der Akku. Nein. Nachricht wurde zugestellt, User offline. Ach, du also mein... Sie hat es noch gelesen, dass wir gefragt haben, wo sie ist, ne? Aber was wollte sie uns damit sagen? Und was ist der blutige Handdruck? Handabdruck? Ja, was eben? Was steckt jetzt dahinter? Nein. Cedric. Einer meiner Kommilitonen. Er ist sehr direkt, zynisch und provoziert gerne. Es ist kein Geheimnis, dass er auf Chiara steht. Cedric, bist du da? Mädel, bin gerade eingedöst. Was gibt's denn noch? Sorry, aber ist dringend. Schicken wir ihn jetzt zu Gabriela oder? Gabriela hat mich panisch angerufen. Sie hat irgendwas rausgefunden. Dann war ihr Akku leer und ich erreiche sie nicht mehr. Ja, vielleicht gar nicht so doof, Cedric hinzuschicken. Ja, denke ich auch. Und? Sie wird pennen und ihr Handy laden. Nein, das glaube ich nicht. Bitte geh zu ihr rüber, das ist doch nicht weit für dich. Du wirst begeistert sein. Hat mir jetzt scheiß dich nicht ein. Ich lieg im Bett und geh bestimmt nicht mehr raus. Gabriela ist nichts passiert, sie schiebt immer ein bisschen Panik. Penn einfach, ihr geht's gut. Und was, wenn nicht? Oder wie kannst du nur so ruhig bleiben? Bitte, Cedric, ich mach mir Sorgen, das Erste. Dann denkt er nämlich nach und macht's dann doch. Was ist denn, wenn es ihr doch nicht gut geht? Ja. Und er aber seelenruhig im Bett bleibt. Oder ihr passiert was, dann macht er sie Vorwürfe. Ja. Oh, Mädel, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja. Warum steigerst du dich denn jetzt auch so da rein? Gabriele übertreibt wie immer. Ich sehe tote Menschen. Ja, genau, wer nicht? Leg dich einfach aufs Ohr, morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Gute Nacht. Das ist ein bisschen leichtsinnig, ne? Ja. Okay, Cedric ist auch offline. Okay. Tagebuch. Mein Online-Tagebuch. Hier notiere ich täglich, was in meinem Leben passiert.
Ich habe meine Kommilitonin Gabriella seit Tagen nicht erreicht. Seit Tagen? Ja. Er war ja so. Heute meldet sie sich im Gruppenchat und erzählte uns von einem mysteriösen Geistervideo. Seitdem leidet sie unter Todesangst. Mir gelang es nicht, sie zu beruhigen. Gabriella hat mir das Video gezeigt, danach bekam ich einen gruseligen Anruf. Und seltsame Dinge geschahen auf meinem Handy. Geschehen, würde ich sagen, ne? Ja, wirklich. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Es gibt doch keine Geister. Während ich meiner Familie die heile Welt vorspiele, und mein Ex-Freund Sevi wieder an mir Interesse zu haben scheint, mache ich mir immer mehr Sorgen. Bin ich selber schnell zu ihr rüber? Eben hat mich Gabriella voller Angst angerufen. Sie meinte, sie hätte etwas herausgefunden. Doch seitdem erreiche ich sie nicht mehr. Aber Cedric hat recht, ich darf mich nicht reinsteigern. Gabriella geht es sicher gut. Okay. Das war nicht schön. Tag 2, noch 6 Tage zu leben. Gabriella, bitte melde dich, ich mache mir Sorgen. Theoretisch dürfte sie nicht mehr sein, ja. Ja. Ja, User offline. Um Personen anzurufen, klicke auf das Telefonsymbol im Menü. Wir rufen sie mal an, ne? Ja. Um Anrufe zu tätigen, gib die angezeigte Kontakt-ID ein. Gabriella 444412. Komm schon, geh ran. Gabriella, hallo? Ha, reingelegt. Nur die Mailbox. Ihr kennt das ja. Hinterlass eine Nachricht nach dem Piepton und ich ruf zurück. Ciao. Melde dich. Ja. Bitte ruf zurück. Ist nicht gut. Nee. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Prof. Sie sind ja früh am Start. Nun, Sie wissen doch, Ruby, der frühe Vogel fängt den Wurm. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Ja, mir auch. Oder weckt Studenten. Mal was von Stummschalten gehört. Das war auch mein erster Gedanke. Ich wollte mich auch nur kurz bezüglich Ihrer gestrigen Übungsfrage melden, Ruby. Obere Hohlvene wäre die richtige Antwort gewesen. Ups. Die Lösung war übrigens auch in meiner Fotogalerie zu finden. Einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Chiara. Und Ihnen ebenfalls, Jonathan. Und verzeihen Sie... Nee, Jonathan oder Jonathan? Jonathan. Jonathan. Und verzeihen Sie, Jonathan, dass ich Sie aus dem Schönheitsschlaf gerissen habe. Ich bin von Natur schön, Prof. Oh mein Gott, Einbildung ist auch eine Bildung. Ach Gott, mir ist ja auch schon on. Oh nö. Stalkt die uns? Was ist los, meine Liebe? Hat es dir die Sprache verschlagen? Hallo? Oder nein, hab nur gerade andere Sorgen? Ja, oder das Zweite? Ne? Mach mir ja Sorgen um Gabriella. Geht's um Gabriella? Wie lief denn die Nacht mit ihr? Oh, da kommt jetzt ein dummer Kommentar. Ganz schön zweideutig, my lady. Ich wusste es. Frag doch mal unsere lieben Cedric. Hab ein ungutes Gefühl. Ich hoffe, sie meldet sich bald. Sie verhielt sich gestern noch extrem eigenartig. Ja, das Letzte, ne?
fragen sie bestimmt, wieso? Was ist denn vorgefallen? Fangt jetzt bitte nicht schon wieder damit an. Du bist schuld, Cedric. Wart einfach ab, bis Gabriella ihren süßen Po aus dem Bett schwingt. Deine Panikmache ist sowas von zum... Ah. Überflüssig. Mann. Ne? Cedric, was ist Ihnen denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Genau, Cedric, erzähl mal. Nicht sagen, ich war so unhöflich, Cedric um Hilfe zu bitten. Das Erste. Wollen wir schön erzählen. Wenn Sie das mal selber erzählen, ne? Ja. Wir hätten ihn ja jetzt mit der letzten Antwort auch durchstellen können. Genau. Und so sagt das dann selber. Katmir hat wieder mal wegen Gabriella Panik geschoben, mitten in der Nacht. Sie wollte unbedingt, dass ich bei ihr nach den Rechten schaue. Das aus gutem Grund. Aber schlafen war für Cedric nun mal wichtiger. Traurig nur, dass du bei Chiara sofort gesprungen wärst. Cedric ist und bleibt nun mal ein Egoist. Das Erste. Ja, beim Zweiten hast du eigentlich recht, wenn du sagst, ne? Aber... Ja, aber das ist alles so böse. Ja, ja. Und ich ziehe Chiara ja auch mit rein. Und das will ich ja nicht. Bei dem ja, Mann. Das stimmt. Ja. Und das aus gutem Grund. Genau, und das aus gutem Grund. Und der wäre? Sie glaubt langsam auch an Poltergeister mit langen schwarzen Haaren. Darum geht's doch gar nicht. Erzähl keinen Scheiß, Cedric. Es geschehen halt Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Ja, das Letzte. Und selbst wenn das nicht diese Geistermädchen wäre, aber irgendjemand stand vor ihrer Tür. Punkt. Ja. Wir sollten diesem Thema endlich ein Ende bereiten. Ich schlage vor, wir treffen uns um 10 auf einen Kaffee im kleinen Versammlungsraum und finden heraus, welcher Witzbold dahinter steckt. Bin dabei! Gerne, Prof. Katmir, wären Sie so freundlich, Gabriella zu informieren? Wie denn? Ich kann Sie nicht erreichen. Sobald sie sich meldet, Prof, bitte machen Sie das, Prof. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, besser wäre es doch gewesen, ich dachte zuerst, dass der Professor jetzt den Vorschlag macht, ich rufe die an, weil er ist eine Autoritätsperson und genau, ne, das ist ja dann anderes, schon wieder was anderes, ja. Wenn Ihnen das lieber ist, werde ich das gern tun. Zuletzt online 3 Uhr steht bei ihr in der Timeline. Die wird noch pennen? Nein, das glaube ich nicht. Ich mache mir echt Sorgen. Ich sage euch, da stimmt was nicht. Ja, das Letzte. Ja, wie gesagt, selbst wenn es nicht ein Geist war, aber irgendjemand stand vor ihrer Tür. Ja, das muss man ja. Und das hat ja nichts mit Panik machen genau. zu tun. Ups, ganz vergessen, die 7 Tage sind ja rum. 7 Tage sind ja rum. Oh. Oh, das aber ja. Hart. Wenigstens hinterlässt sie eine gut aussehende Leiche. What the fuck, Cedric? Cedric, ihre pietätlosen Späße sind mehr als unangebracht. Wärst du jetzt hier, würde ich dir eine scheuern. Hör endlich auf zu provozieren, Cedric, sonst fliegst du aus der Gruppe. Bla bla, ich bin der Admin, ich entscheide, wer fliegt. Cedric, übertreib's nicht. Wir haben schnell eine neue Gruppe erstellt, Cedric. Punkt, 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 Cedric, aber sowas von nicht sagen. Das Zweite, ne? Oder? Wir haben schnell eine neue Gruppe erstellt. Genau, arschlochfreie Zone. Ihr Umgang miteinander driftet in eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt. Ganz Ihrer Meinung, Prof. Ich schlage Folgendes vor. Shit, Leute. Schaut mal, was bei Gabriella zu Hause abgeht. Oh nein.
Genau. Und er wollte nicht hin. Oh mein Gott! Oh nein! Die müssen ja nicht zwangsläufig wegen Gabriella da sein. Ich mache mich direkt auf den Weg. Cedric, schau sofort nach, was da los ist. Wusste, dass etwas nicht stimmt. Selber hingehen? Ja. Hätte ich schon längst gemacht. Warum in der Nacht zu ihr gehen, weil das meine beste Freundin ist? Blödsinn, Katmir. Ich schau kurz rüber. Ich bitte nicht nochmal um Hilfe. Jetzt brauche ich nicht mehr. Was, wenn ihr wirklich etwas zugestoßen ist? Quatsch. Siehst du einen Krankenwagen? Bitte bleiben Sie jetzt alle vernünftig. Sie werden sehen, Cedric meldet sich gleich mit einer positiven Nachricht zurück. Ausgerechnet jetzt klingelt mein Nachhilfeschüler. Alles Gute, Süße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aber wenn der ein Bild machen kann, ne? Dann ist der ja wirklich direkt vis-à-vis. Da hätte er ja einfach mal eben rübergehen zwei können. Minuten und wäre drüben gewesen. Ja. Idiot. Schlüssel, dann sind wir. Ja, Leute, keine Ahnung, was mit Gabriele ist. Also, da ist wohl eingebrochen worden. Okay. Gabriele ist wohl auch spurlos verschwunden. Bleib da liegen. Oh. Was heißt das genau, spurlos verschwunden? Hoffentlich ist ihr nicht zugestoßen. Das bedeutet nichts Gutes. Verdammt, Cedric, du hättest gestern auf mich hören sollen. Yes. Jetzt ist ja passiert, das brauchen wir nicht auch nochmal einen reindrücken. Emotionsgeladen würde ich die letzte nehmen, aber wenn man jetzt, ne? Das zweite würde ich sagen. Ja, hoffentlich ist ihr nicht zugestoßen. Ja, ihm ist auch klar, dass das blöd war jetzt. Da brauche ich jetzt nicht nochmal drücken, also. Geh nicht gleich vom Schlimmsten aus, Katmia. Leute, 3 Uhr zuletzt online. Die würden ihren Geisteszustand irgendwo mit Alkohol ertränkt haben. Und heute Nacht wacht sie verkatert in einem fremden Bett auf. Das ist ein Spinner. Quatsch, kein Scheiß, Cedric. So ist Gabriella nicht. Yannick hat recht. Halt jetzt mal den Ball flach, Cedric. Wenn kein One-Night-Stand, dann sage ich nur, Idiot. Hör bitte auf, Cedric, ich krieg sonst gleich Panik. Das ist doch alles verrückt. Gabriellas Verhalten gestern und jetzt ihr Verschwinden. Hab ihre Nachrichten in der Gruppenhistorie gerade noch einmal durchgelesen. Alles irgendwie unheimlich. Was sollen wir jetzt tun? Ich fühle mich so schuldig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Was, wenn alles, was Gabriella geschrieben hat, stimmt? Das Erste, ne? Was machen wir jetzt? Uns bleibt wohl nichts anderes, als abzuwarten. Hab wieder versucht anzurufen. Immer noch Mailbox. Fuck, Leute. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber schaut mal, was gerade jemand geteilt hat. Oh nee. Oh nein. Eine Leiche haben sie gefunden. Frauenleiche am Seeufer. Regional, Sondermeldung. Am heutigen Morgen ist die Leiche einer bislang unbekannten weiblichen Person am Ufer des Windachsees gefunden worden. Wie die Frau zu Tode kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt laut Polizei und Staatsanwaltschaft völlig unklar. Gegen 6.30 Uhr hat ein Spaziergänger auf einem Weg, der direkt am See entlang führt, die leblose Frau gefunden. Er hat daraufhin die Rettungskräfte der Polizei informiert. Ich werde ihr Gesicht nie mehr vergessen. So blass, ihre weit aufgerissenen Augen. Es war einfach grauenhaft, richtet uns Tim H. unter Schock stehend. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur den Tod der Frau feststellen. Da diese keine Papiere bei sich trug, konnte sie bis jetzt nicht identifiziert werden, teilt die Polizei heute Morgen der Redaktion mit. Die Frau ist laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 groß. Sie hat langes, rotbraunes, zum Zopf gebundenes Haar und wurde nur mit einem weißen Hemd bekleidet.
war nur mit einem weißen Hemd bekleidet. Um ihr Handgelenk trug sie ein schwarzes Lederarmband. Der Körper der jungen Frau weist einige schwere Verletzungen auf, die zu ihrem Tod geführt haben soll. Die Polizei geht von einem Kapitalverbrechen aus. Eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Hanna Feist hat die Ermittlungen aufgenommen. Oh nein. Oh oh, ne? Oliver Niemüller, geschrieben vor 5 Minuten. Oh mein Gott, ich gehe auch öfters an dem See spazieren. Hoffe, der Fall klärt sich bald auf. Saskia T. hat geschrieben, wie absolut schrecklich. Marvin hat geschrieben, die sollen mal schnellstmöglich die Vermisstenanzeigen aus der Region überprüfen oder sich mit Bild der Toten an die Öffentlichkeit wenden.